Hallo liebe Freunde, hier ist der Vanny vom Halo Cluster und hier gibt's für euch heute wieder die topaktuellste Folge der Cluster News. Zugegeben, in den letzten Wochen ist nicht sonderlich viel passiert, was Halo anging, aber in den letzten paar Tagen, da kamen wir aus den Staunen kaum mehr raus und deswegen gibt's auch hier direkt mal wieder eine kleine Folge für euch. Der bereits für Dezember letzten Jahres angesetzte Top-Down-Shooter Halo Spartan Strike hatte nun am 16. April seinen Release auf dem PC sowie auch auf allen Windows 8 Mobilplattformen. Sein langersehntes Erscheinen, wir erinnern uns, resultierte aus dem Release-Fiasko der Master Chief Collection, da man sich damals zuerst auf diese konzentrieren wollte. Leider hauptsächlich in Sachen PR. Gerade wenn man bedenkt, dass die Entwicklung beider Spiele unabhängig voneinander verlaufen ist. Eine Xbox One-Fassung steht derzeit nicht im Raum, aber hinsichtlich der Tatsache, dass wir auch Halo Spartan Assault damals für die Xbox One durchgeboxt bekommen haben, könnte eventuell noch die Chance bestehen, dass wir auch von 343 diesen Top-Down-Shooter auf unserer Konsole spielen können. Wir dürfen gespannt sein und warten einfach ab, was da in nächster Zukunft auf uns zukommt. Das in der letzten Folge erwähnte Halo-PC-Spektakel Halo Online hat nun erste Gameplay-Szenen. Diese wurden übrigens im amerikanischen Raum erspielt. Ihr fragt euch sicher, wie das wohl möglich sein kann. Ihr erinnert euch doch sicher, dass wir in Bezug auf diverse Halo-Mods die Anpassungsfähigkeit der PC-Spieler erwähnt haben, oder? Diese Anpassungsfähigkeit nutzte nun ein Modder in den amerikanischen Staaten und ihm gelang es, den Region-Log auszuhebeln und somit eine illegale Version des Spiels zu erzeugen. Kurz darauf antwortete Microsoft, aber mit einem Copyright-Anspruch und die Version verschwand im Netz. Der Hobbyprogrammierer äußerte sich gegenüber Polygon.com, aber dass er noch ausreichende Halo Online-Exemplare habe und seine Modding-Tätigkeiten auch noch weiter verfolgen werde. 343 Industries hat nun angedeutet, dass Halo Online durchaus auch nach Europa und Nordamerika kommen könnte. Es seien lediglich einige regionale Anpassungen notwendig. Da einige Gameplays in einer 4K-Auflösung sind, kann man diese wohl als bestätigt ansehen. Also liebe PC-Spieler, immer schön Augen und Ohren offen halten, wir halten euch auf dem Laufenden. Auch diesen Monat gab es mal wieder ein weiteres Update für die Master Chief Collection. In Sachen Rangsystem wird das Quitten aus Matches und das Verraten von Mitspielern nun deutlich härter bestraft werden. Möglich macht das nun eine Art Software, die die Statistiken aller Spieler trackt und somit ein übermäßig auffälliges Verhalten von diversen Spielern halt einfach verfolgt und diese dann sogar bannen kann aus der jeweiligen Spielliste. Des Weiteren sind weitere Ranglisten angekündigt worden, vorerst erstmal Team Slayer und die Halo Championship Series Liste. Diese Ranglisten-Playlists folgen aber erst, sobald das System weitestgehend gut läuft. Bei Halo CE und Halo 2 Classic ändern sich einige Game-Type-Settings und Halo 3 bekommt den ersehnten Schmiedepatch. Zudem wird das Party-System aufgefrischt, sowohl in seiner Geschwindigkeit als auch in Sachen Stabilität. Soweit so unspektakulär, wenn auch erwartet. Aber nun zu den wichtigsten Anmerkungen gegen Ende des Patch-Notes. Es scheint nun nämlich so, als wäre es bald endlich soweit. Diesen Mai dürfen wir uns offiziell über den Release der Halo 3 ODST-Kampagne und der remasterten Map Relic freuen. Den genauen Release-Termin erfahren wir in Kürze. Wie es allerdings für diejenigen aussieht, die nicht innerhalb der ersten Wochen nach Release gespielt haben, bleibt abzuwarten. Als letztes wirkliches Halo-Thema bringen wir euch hier nochmal den aktuellen Halo 5 Werbetrailer. Den wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten, manch einer hat ihn vielleicht schon gesehen. Für die, die ihn noch nicht gesehen haben, gebt ihn euch mal rein, ist mega fett und geht tierisch ab und lässt natürlich wieder einige Spekulationen zu. Also viel Spaß beim Trailer. Sometimes you're the predator. Sometimes you're the prey.
When hunting season starts, make sure you've got the right gear. Pre-order Halo 5 Guardians. Get the Spartan Lock Armor Set only at GameStop. Product not yet rated. Was noch eine kleine Nebenbemerkung wert ist, ist wohl, dass der Vorverkauf der Tickets für die Gamescom gestartet hat. Inwiefern ist das Halo-relevant? Ganz einfach. Es ist gut denkbar, dass Halo 5 eben auf der Gamescom anspielbar ist. Und da sollte man vielleicht dann doch schon mal reinschnuppern. Also, ihr könnt jetzt offiziell Tickets bestellen. Vielleicht sieht man sich ja irgendwo. Tja, das war's jetzt auch mal wieder von den top-aktuellsten Nachrichten rund um Halo. Und ich würde mich jetzt... Ach nee, Moment. Da fällt mir ein, ich habe noch einen kleinen Spezialauftrag bekommen von meinem guten Kumpel, dem Dark Shark. Ja? Und zwar bin ich nochmal gebeten worden, um auch wirklich alle Unklarheiten zu beseitigen, nochmal darauf hinzuverweisen, dass das von uns veröffentlichte Video, die Halo Cluster News Sonderfolge, die diverse Änderungen für Halo 5 bereithielt und noch ein paar andere Meldungen, nicht so ernst gemeint war, wie wir es vielleicht versucht haben rüberzubringen. Also nochmal, um wirklich alle Unklarheiten zu beseitigen, das Video wurde am 1. April veröffentlicht, war von uns auch als April-Scherz gedacht und für alle, die jetzt irgendwie Frust auf Halo 5 schieben oder so, alles ist in bester Ordnung, 343 hat alles im Griff und ihr könnt euch sicher sein, dass die von mir angesprochenen Meldungen schon absolut gar nicht mal wahr sind und auch vermutlich sich niemals so umsetzen werden. Das nur mal, um auch wirklich allen Zuschauern von uns nochmal die Sicherheit zu geben, woran sie denn wirklich sind. Das wäre es jetzt dann aber von mir gewesen. Ich hoffe, die Folge hat euch mal wieder unterhalten und hat euch auch mal wieder auf den neuesten Stand gebracht. Es waren nicht unbedingt viele Themen, aber was soll's. Halo, Halo! Schreibt doch mal eure Meinung zu den hier angesprochenen Themen unten in die Kommentare. Wir antworten da wieder fleißig drauf. Ihr wisst ja, wie es geht, Mensch. Was erkläre ich euch das überhaupt noch? Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und haut erstmal rein, euer Wendy meldet sich ab. Macht's gut.